So, dann sag ich mal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Valheim. Wir sind, ja, in der letzten Folge genau hier stehen geblieben. Und mein Plan ist es jetzt, ich gehe in dieses, also ich werde mich hier teleportieren. Dann werde ich dieses Portal abbauen. Und dann werde ich hier rüberfahren zum nächsten Boss-Gegner. Ich hoffe, ja, mal gucken, wie viel Wasser uns, soll ich sagen, ja, erwartet, wie groß die Insel ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, was ich auch hier hinballern könnte, ist eine Truhe. Muss kurz nachschauen. Für eine Truhe brauche ich Holz. Denn wenn das ganze Essen hier ist, ja, ich kann nichts. Ich kann. Achso, klar. Ich bin auch im Baumodus. Ach, deswegen konnte ich die Sachen nicht aufheben. Ah ne, ich bin doch voll, ne? Ja, sehe ich gerade. Ja, ich werde, glaube ich, hier eine Truhe hinballern. Wie das ganze Fleisch, ne? Oder ich werde es oben platzieren. Obwohl, nein, ich bin gleich tot. Hilfe, 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 ich brenne, ich brenne, ich brenne. Denn jetzt müsste ich nicht immer hin und her laufen. Wenn du das Holz... Aber es geht auch so, oder? Damit, wie gesagt, erstmal schön gleich vorbereiten. Ja. Ja. Wie gesagt, ich nehme alles mit. Ja. Ich könnte. Hirschfell könnte ich gebrauchen. Ach, das Barstufe 2 sehe ich gerade. Barsch. Deswegen konnte ich nicht mitnehmen. Deswegen müsste ich Platz machen, okay. Ja, ich bräuchte sowieso Holz. Weil ich für den Kessel brauche. Holz brauche, ne? Warte. Ach, hier ist alles voll. Ach, guck mal, hier sind noch Nägel. Will ich jetzt mal so machen. Ich hoffe, ich habe noch Holz. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Müsste, glaube ich, hier drin sein. Hier sind Steine. Ne, ich habe kein Holz mehr. Okay. Das ist schon mal sehr gut, Sebastian. Einfach kein Holz mehr. GG. Ja. Gut, dann nächster Plan ist erstmal Holz besorgen. Na. Oder, ach nee. Ich lasse es erstmal so, ich werde das, denke ich mal, später machen. Wie gesagt, hier Thron hinstellen, wenn ich halt es für Essen, ne, baue. Hier eine Kochstelle habe, dann kann man da alles reinballern. Nicht nur, auch denke ich mal, auch hier am Obst, ne, Gemüse, kann man da alles reinballern in den Kisten. Na, ich meine, ich hätte auch hier, glaube ich, noch eine Kiste, die könnte ich theoretisch auch abbauen und hier hinstellen, oder? Warte. Zack. Ich guck kurz, wo nichts drin ist. Ist, glaube ich, alle belegt, ne? Ja, guck mal. Oh. Oh, oh je. Okay, das, ja. Das habe ich total vergessen. Ja, ich muss auf jeden Fall hier. Oh, ja. Ich muss, ja. Ja. Aufräumen. Huch. Das kommt davon, wenn man alles immer irgendwo hin platziert. Ja. Ist in Ordnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal erstmal genug wieder Fleisch. Wenn sie was braucht, ist halt Fisch, ne? Aber sonst ist alles in Ordnung. Ne? Dann nehme ich wieder das Holz mit. Und ja, ich würde sagen, let's go. Gehen wir in ein Portal rein. Na.
Theoretisch kann ich auch hier ein Portal hinbauen. Ah ne, habe ich ja schon. Habe ich. Sorry. Ich habe mich natürlich auf. Entschuldigung. Weil wenn ich das Portal jetzt hier abbaue, hier wo ich jetzt hinkomme, baue ich das auf der anderen Insel nochmal hin. Ne? Deswegen. Zack. Aber ich glaube, ich kann ja nichts mehr tragen. Ne? Ja, gut. Ich baue erstmal das Schiff. Ne? Und da komme ich wieder Besuch. Das gibt's doch nicht. Ich baue jetzt mal das Schiff, sodass wir weniger Gewicht haben. Ja. Und dann geht es los. Ja. So. Da, zack. Let's go. So, wie gesagt, hol ich jetzt meine Sachen. Und dann fahren wir rüber, ne? Jetzt müsste ich eigentlich weniger Gewicht. Ja, es war auch wegen Nägeln, ne? Ich meine, man hat es gesehen, 45, glaube ich, Kilogramm. Kilo Nägel, ne? Ja, Nägel sind auch schwer, ne? So. Ich kann immer noch nichts tragen. Ach, das ist Elolz, ne? Ach, weil ich zu viel mit habe. Ja, gut, dann Harz werde ich hier reinpacken. Und ich denke mal, Lederreste bräuchte ich auch nicht. Na, weil die findet man auch genügend. Ja. Und wenn ich dann auf der Insel angekommen bin, dann erstmal eine neue Base bauen, direkt eine Unterkunft, exakt erstmal, ja, eine Werkbank, Unterkunft, na, dann geht's erstmal wieder von vorne los. Hauptsächlich was zum Schlafen, dann direkt mal alles wieder, ja, eine Festung bauen, sodass wir unsere Ruhe haben. Und, genau, das ist der Plan, ne? So. Wir müssen eigentlich nur, glaube ich, geradeaus segeln. Oder? Ja, ungefähr. Alles in Ordnung so, ne? Nice. Sehr schön. Sehr schön, das gefällt mir. Ja, ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich bin eigentlich so zu. Eigentlich ready. Wie ein zweiten Bossgegner. Aber wie ich sehe. Ich glaube, das ist eine kleine Insel, oder? Ja. Fahren wir mal. Da wollen wir nämlich nicht hin. Na. Ich weiß, falsche Richtung. Na. Aber ich weiß nicht, wie groß. Was uns hier war. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß, was ich machen werde. Ich fahre komplett um die Insel. Na. Ich, wie gesagt, weiß nicht, wie groß die ist. Ich habe keine Ahnung. Na. Deswegen sage ich, let's go. Und guck mal. Ich kann mir schon vorstellen, dass direkt hier. Ah ne, ist Grasland. Ich würde sagen, dass düster Wald ist. Ja, guck mal, hier fängt schon mal düster Wald, glaube ich, an. Ne? Ja. Oh ja. Man merkt es direkt. Das komplett ändert sich, das Wetter. Na. Also wie ich dann. Man sieht es komplett nach. Alles Düsterwald hier. Na. Oh, was hab ich da? Oh, ich hab irgendwas angefahren.
Was ist denn dort? Oh, 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 war nicht gut, Sebastian. Ich würde sagen, da ist ein Boot angestrandet. Das wäre es, ey. Ist es sogar auch. LOL. Okay, krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na. Nein, 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 wir wollen hier nicht stranden. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Hier wollen wir nicht anstranden. Das ist keine gute Idee. Schön weiter dort lang. Ja. Ist doch etwas weiter weg, ne? Krass. Aber schön auf dem Meer, ne? Schön auf dem Meer fahren. Bis zum Meer. Ist schon geil, ne? Komm, ein bisschen hier Assassin's Creed Feeling auf. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was uns dort erwartet, ne? Ich hoffe, wir können weiterfahren. Ich sehe, habe ich keinen Wind mehr. Ist gar nicht gut. Okay, krass, das ist doch eine größere Insel. Holy shit. Okay. Das Gebirge. Ach du Scheiße. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das direkt. Wir werden sehen, ob ich jetzt dort an Land gehen werde. Aber ich sehe, sind das zwei Inseln, ne? Ob ich dort an Land gehen werde. Oder ob ich weiterfahren werde. Das weiß ich noch nicht. Ja. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich glaube, wir sind hier richtig. Das, also, da sind noch mehr. Okay, krass, die ist wirklich groß. Holy shit, wie groß ist die denn, die Insel? Also die ist, oh mein Gott, okay. Ja. Und wir kommen, ich hoffe nicht düster bald. Was, dieser kaum, wo gerade sagen. Dieser kaum, krass, das wirkt, das ist nichts. Doch, ich wollte gerade sagen, dass er kein Wald ist, nichts. Aber wir kommen direkt in Düsterwald an. Das ist gar nicht gut. Wir müssen weiter, 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 weiter. Wenn das Düsterwald ist, ich sag's mal so, das ist, keine gute Idee, nachts. Ich meine, ich kann das Schiff hier anlegen. Ne? Ach du Scheiße, wie groß ist denn das hier? Das kann doch nicht alles Düsterwald sein, oder? Und das, ja, guck mal, das ist direkt eine Höhle. Also wenn das wirklich alles Düsterwald ist, dann überlege ich mir wirklich eine Nacht hier auf das Schiff zu bleiben. Ja. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Du kannst jetzt einen vertragen, ja. Ja, wir fahren jetzt mal weiter. Ne, ich habe keinen Bock, wie gesagt, mein Lager hier anzu... Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Düsterwald, na. Aber schon mal gut zu wissen. Ja. Schon mal sehr gut. Und da oben ist ein Spawnpunkt. Man sieht ihn schon, nice. Oh, Stein voraus, Stein voraus. Ja, wie gesagt, das ist schon mal sehr gut. Ja. Aber ich will auch... Ach du Scheiße, das ist eine Trollhöhle. Es geht wieder los. Holy shit. Also das ist doch ein größeres Gebiet. Ja, wie gesagt, eine größere Insel. Nice, Sebastian, sehr schön. Kann ich überhaupt hier reinfahren? Ich weiß es nicht. Ich kann es versuchen. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Ne, ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich fahr mal weiter.
schön außerhalb vom Düsterwald, wenn ich hier weiterkomme. Sehr weit weg. Ich kann auch sein, dass die komplette Insel aus Düsterwald besteht. Wenn die wirklich komplette Insel aus Düsterwald besteht, dann habe ich ein Problem. Na. Da ist noch ein Spawnpunkt. Nice. Und so müsste ich mich jetzt mal hier anlegen. Und das als meine Unterkunft machen. Aber schon das ist schon hart, ne? Sonst fahre ich etwas weiter. Ja, ich weiß, ich muss essen. Das ist schon krass, also wie groß das Gebiet hier ist, Düsterwald. Nein. Holy shit. Wenn die ganze Insel aus Düsterwald besteht. Ja. Nun. Ne? Dann, wie gesagt, habe ich ein Problem. Ja. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Wie gesagt, einzige Möglichkeit wäre, ich bleibe dann nie erstmal auf dem Wasser für eine Nacht. Krass, wie groß das Gebiet ist, Düsterwald. Holy shit. Aber ist auch sehr gut. Ja, das ist sehr gut, finde ich. Denn hier kann ich da auch sehr viele Sachen eigentlich dann bauen. Ja. Also, eigentlich, oder? Ist doch eigentlich sehr gut, oder? Es kann wirklich sein, dass die ganze Insel aus Düsterwald besteht. Auch hier, diese Bäume habe ich noch nie gesehen. Also diese sehe ich jetzt zum ersten Mal, ne? Also die haben keine Blätter, gar nichts, ne? Also da ist ja nichts. Diese Bäume, ne? Also die sehe ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Ja, krass. Okay, auch da wächst irgendwas dran. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Das schaut aber irgendwie... Weiß nicht. Also, was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich hoffe, wie gesagt, die ganze Insel steht nicht aus Düsterwald. Sonst müssen wir uns wirklich irgendwo... Was ist das denn? Was ist ein was? Wie ist ein Ureinwohner? Ja. Sumpfland. Oh, jetzt wird's wirklich interessant. Na, jetzt wird's wirklich interessant. Ob ich überhaupt hier anlegen kann. Na, also. Ja, das wird wirklich interessant. Weil das, wie gesagt, sehe ich jetzt alles zum ersten Mal, ne? Okay, ich weiß, wie gesagt, nicht, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier, wie gesagt, anlegen kann. Ja, schon interessant. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht versuchen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, was uns erwartet in der Nacht. Ne, ich fahre lieber weiter. Ich habe keine Ahnung. Nachts könnte es bestimmt noch schlimmer werden. Als im Düsterwald. Ach, hier ist der Ozean. Ozean steht da oben. Hier ist noch mehr Sumpf. Ach, ich muss irgendwann anlegen, ne? Das ist das Problem. Aber ich weiß nicht, ob ich hier übernachten kann. Ne. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sonst müsste ich irgendwo
Ach, ich weiß es nicht. Ich müsste wirklich dann hier irgendwie komplett eine Festung bauen. Also wenn ich sehe, wenn die mich dann angreifen, wie gehe ich vor? Ich weiß es halt nicht, ne? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich fange jetzt auch noch an zu frieren. Na. Ach Mann, ey. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier anlegen kann. Na. Ich weiß es nicht. Es wird auch noch dunkel. Na. Hier ist Grasland. Hier ist Grasland. Hier ist Grasland. Aber hier ist ein Spawnpunkt. Hier ist ein Spawnpunkt. Hier ist ein Spawnpunkt. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Und jetzt wird es wirklich interessant. Hier im Grasland. Ich habe gesehen, hier ist eine... Kann man das Hütte nennen? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das wird jetzt wirklich interessant. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Einfach Geister. Geister, Geister, Geister. Wie gehe ich vor? Wie gehe ich vor? Ich bin tot. Ja, ich habe alles verloren. Nun. Ja, okay, ja. Ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich würde aus hier rausgehen. Ne, letzte Speicherung war vor 23 Minuten, bevor ich hier auf nochmal angefangen habe. Ich hoffe, das speichert jetzt nicht. Ihr wisst, was passiert ist. Das bedeutet, ich werde nochmal dorthin hinfahren. Und dann werde ich jetzt auch diese Folge hier. Und krass. Okay, was mich dort erwartet. Wie gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Das bedeutet. Erstens war das ein Fehler, dort anzulegen. Zweitens, ich fahre, glaube ich, nicht nach rechts. Das ist sehr viel Düsterwald, Sumpfgebiet. Wir fahren lieber nach links. Na, ach, ich habe doch alles verloren. Das kann nicht sein. Das stand auch zuletzt gespeichert vor 23. Ich glaube, ich hätte die Konsole doch lieber ausschalten müssen. Nun, okay. Ja, gut, das bedeutet, ich muss gucken, wie es dann weitergeht mit Valheim. Ich müsste wieder alles herstellen. Und das könnte etwas lange brauchen. Ich muss wirklich gucken, wie es da jetzt weitergeht. Also jetzt bin ich gestorben, meine ganzen Sachen liegen dort oben. Einzige Möglichkeit wäre, einfach Sachen, anlegen. Ein Schiff bauen und hochfahren. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Weil sonst... sehe ich da wirklich keine Chance mehr. Ne. Gut, ich muss überlegen, wie gesagt, weiß, wie es weitergeht. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir gehen schlafen. Und wie gesagt, ich beende dann erstmal diese Folge.
bis dahin, wie gesagt, mach gut. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge von Valheim. Und ja, ich muss gucken, wie es dann weitergeht. Wie gesagt, ich bin raus und ciao, ciao.